Wir haben klare Wachstumsziele für das Unternehmen definiert und im optimalen Falle gelingt es uns auch, dass wir in 10 Jahren unseren Umsatz, profitablen Umsatz dann auch verdoppelt haben. Also es ist definitiv ein Ziel, auch unseren internationalen Erfolg, der sich ja über die letzten Jahre schon eingestellt hat, weiter auszubauen. Das heißt, wir sind in Europa, in nahezu jedem Land aktiv. Wir sind in Asien aktiv beispielsweise. Dann aber auch mit Produkten, die unserer DNA entsprechen, wo wir unsere Kompetenz zeigen können, die wir schon haben, wo es darum geht, vielleicht rechts und links neben der aktuell beherrschten Technologie sich zu platzieren mit Produkten, mit neuen Lösungen in Richtung des Handwerks oder aber auch des Endkunden. Und wir bauen keine böhmischen Dörfer, um dieses Wachstum zu generieren. Aber das ist letztendlich, das macht die Zeh dann aus. Ja. Man vertraut diesen Menschen auch vor Ort. Man muss auch immer lokale Leute haben. Es bringt nichts von hier Leute in fremde Länder einzusetzen. Wir setzen immer auf die Lokalität. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil die bringen auch die Information der Gesellschaft und der Marktanforderungen am besten hier ins Unternehmen. Und am Ende des Tages muss dann auch im Team entschieden werden, in welche Produkte investieren wir, was sind die nächsten Schritte. Den Mehrwert, den wir als UniCredit gerade einem internationalen aufgestellten Unternehmen wie TC bieten können, ist, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland mit vollen Banklizenzen am Markt sind und auch da die komplette Produktpalette anbieten können. Ich glaube, das ist die Kombination, die schlussendlich auch TC überzeugt hat, dass wir ein ganz klares Commitment Richtung TC gesendet haben, dass wir an der Zusammenarbeit interessiert sind und dass wir nicht nur hier in Deutschland, sondern auch international Mehrwert bieten können und als Pairingspartner bei internationalen Bankthemen agieren.